Hallöchen. Hallo, willkommen hallo. hier bei Minecraft im Sommerland. Ja, yeah, weiter geht's in der Arena. Ja, wir haben hier ordentlich geschafft zwischen den Folgen. Oh ja. Die ganze Erde weggetragen, noch nicht ganz. Hier auf der Seite fehlt noch ein bisschen was, aber man sieht, dahinter ist schon alles weg. Und auch hier. Ja, deswegen konnten wir den Boden hier schon einsetzen. Und machen jetzt weiter mit den Wänden. Ich zumindest. Der Erik macht bestimmt noch da weiter mit dem Boden. Ja, ich grab jetzt nochmal den ganzen Dreck auch weg, den restlichen, glaube ich. Ja, wir machen jetzt doch hier den Zwischenraum auch noch leer. Ja, richtig. Dann können wir das vielleicht noch nutzen für ein paar kleine Zellen oder Waffenkammern oder was auch immer. Ja, ist doch ein Riesending, die Arena. Da merkt man das hier, wenn man bauen muss. Aber aufs Übelste, ey. Mein Zeigefinger ist schon ganz wund. Ja. Gleich gibt's Krämpfe, Sehnenscheidentzündung, alles vom Feinsten. Ja. Sehnenscheidentzündung. Wo ist meine Salbe? Wo ist meine Salbe? Ich muss mehr Minecraft spielen. So, jetzt wird's finster da drin bei dir. Mach dazu. Zum Buddeln braucht man kein Licht. Macht mal nach Gefühl, intuitiv. Ja. Okay. Nicht, dass du die Arena wegbuddelst. Ja. Ups. Buddel, buddel, buddeln. Buddel, buddel, buddeln. Buddel, buddeln. Wie man dich auch immer klicken hört. Echt? So, ja, in dem Moment, wo du was sagst, halt. Immer klick, 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 klick. Vielleicht explodiert die Maus. Ja, aber es ist aber echt so. Ich klicke auch so hart hier drauf gerade. Ich habe gesehen, es gibt auch Mäuse, die nicht klicken. So Silent-Mäuse. Okay, cool. Ja, ne? Wäre zum Aufnehmen eigentlich gar nicht so schlecht. Gar nicht schlecht, ja. Wobei man da so dran gewöhnt ist auch, ne? Dass es klickt, ne? Ja. Das führt schon zu so einem Reflex. Ja, ich meine, das ist ja auch schon extra so eingebaut, ne? So. Wahrscheinlich schon, ja. Ich meine, das ist jetzt nicht irgendwie eine neue Erfindung, dass es Silent-Mäuse gibt, so, weißt du? Ja, das kann man bestimmt schon lange, das stimmt. Ist ja auch eine ziemlich einfache Mechanik. Ja, eben. Und deswegen, das ist halt einfach nochmal so eine zusätzliche Bestätigung. Okay, sie haben einen Klick ausgeführt. Hey, irgendwie schon, oder? So, ja, klar. Aber man hat sich auch echt so dran gewöhnt. Das ist ganz komisch, weil wenn die nicht klickt. Klick, klick, klick. Ja. Wird auf jeden Fall noch dauern, wie ihr merkt. Hier in der Arena. Bis wir dann endlich auch die Gefängnisse und so andocken können. Wird noch ein riesen gemeinsames Projekt. Danach dann noch die Disco und dann der Königspalast, vielleicht als krönender Abschluss. Als krönender? Du bist aber auch heute drauf, Benjamin. Ja, ne? Ein Wortspiel nach dem anderen. Doch, und dann haben wir, glaube ich, genug Riesenprojekte hier in der Ork-Welt. Oh ja. Dann brauchen wir eher noch halt so Kleinigkeiten, Marktplätze, paar Wohnhäuser, so ein bisschen alltägliches Leben. Ich meine, ich habe jetzt wirklich, ich glaube zusammengerechnet, habe ich bestimmt schon 20 Folgen an der Schlachterfabrik verbracht. Ja. Oder mehr. Wahrscheinlich eher 25. Und dass die immer noch nicht fertig ist, so krass. Und dazu muss man noch bedenken, dass ich die Außenwände habe ich alle im Offscreen gebaut. Mhm. Also, what the hell, ey. Und ich würde jetzt echt nicht sagen, dass ich jemand bin, der sau langsam Sachen baut oder so. Tja, es dauert halt leider ewig. Ja, leider dauern einfach Riesenprojekte einfach ewig. Man muss halt jeden Block einzeln setzen. Und es sind dann doch viel mehr Blöcke, als man sich das so vorstellt. Auf jeden Fall, ey. Denkt immer so, ja, kein Ding, easy going. Es wäre cool, das so statistisch zu wissen.
wie viele Blöcke jetzt zum Beispiel die Arena hat, wenn sie fertig ist. Also es gibt aber, wie oft du geklickt hast und so, glaube ich, die Statistiken zeichnet Minecraft ja auf. Ah, okay. Zumindest so total banale Statistiken wie eigentlich. Immerhin. Und wie viele Blöcke du halt platziert hast und weggemacht hast und sowas. Ja. Oh Gott. Oh, gerade. Da wir gerade fast nur Sommerland spielen in Minecraft, ja, kann man das fast gleichwertend oder gleichbedeutend dann nehmen. Unsere, ja, Minecraft-Statistik. Guck mal. Schon 110,88 Kilometer gelaufen. Allein schon. Oder geflogen halt wahrscheinlich, ne? Ja, ja. Oh Gott. Was hier für eine Scheiße ist. Boah. Schon 6300 Blöcke Erde benutzt. Benutzt. Um sie wieder hinzubauen? Ja. Das ist ja komisch. Das ist echt komisch, ne? Und Sand 5600 mal? What the... Ne, da stimmt ja irgendwas nicht. Obwohl doch, das ist wahrscheinlich für deinen Account, oder? Boah! Ja, okay. 27.788 mal Netherbrick. Ja. Also die Steine, die wir hier fast nur benutzen im Orkland. 27.000 habe ich davon schon hingesetzt. Das ist schon krass. Das ist schon ein bisschen übertrieben. Ja. Das ist eine sehr große Zahl. Ja. Es ist echt krass. Wie heißt der Schwarze? Bedrock? Bedrock, ja, stimmt. Ich glaube, den nicht so oft. Also, ich glaube, den habe ich dann mehr. Obsidian auf jeden Fall 2400 Mal. Was ist denn der Bedrock? Nicht. Na? Nee, der wird hier gar nicht angezeigt, glaube ich. Das ist ja komisch. Weil der ja nicht wirklich ein... Also, der ist ja eigentlich kein Block in Minecraft. Weißt du? Das ist ja echt eigentlich nur im Kreativmodus ein Block. Okay. Na dann. Weil das ist... Der Bedrock ist ja eigentlich das, was die Welt abgrenzt, ganz unten. Da kommst du dann nicht mehr durch. Mhm. Und ganz oben im Nether auch. Aber es ist so lustig, ne? Ey, da... Auch im Survival-Modus, was Leute dann da rausgefunden haben, wie man dann doch durch diesen Bedrock durchkommt. Ja, das geht dann doch. Ja. Voll lustig. Okay. Das ist mit so einer Leiter ganz oben hin und dann so eine Treppe und dann mit einer Enderperle, ja. Ist halt so ein Item, mit dem kannst du dich so ein Stück weit teleportieren. Je nachdem, wo du die hinwirfst, da wirst du halt hin teleportiert. Mhm. Und damit konnte man sich dann doch noch über den Bedrock rausschießen. Interessant. Total abgefahren. Und da haben dann Leute halt auch Monsterfallen gebaut. Von denen kriegst du halt verschiedene Items, die man so braucht. Und eine Monsterfalle ganz da oben hinzubauen. Das heißt, du hast 100% der Spawnrate halt ganz da oben. Mhm. Und normal verteilt sich das halt immer auf so und so viele Chunks, weißt du? Ja, 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 okay. Und wenn dann irgendwie... Also dann läuft die halt mal gut und mal voll schlecht. Und da oben lief die halt immer wie die Sau einfach nur, weil sie dann nur in diesen Chunks da spawnen. Und auf Bedrock kann nichts spawnen, also spawnt alles nur bei dir auf dem, was du über dem Bedrock gebaut hast. Total abgespaced. Ja, krass. Alles auf einem Fleck dann. Ja. Also wenn du jetzt nur einen Block baust, spawnt alles auf dem Block. Ja, das geht aber nicht, glaube ich. Okay. Aber sie brauchen schon ein bisschen Platz. Aber es ist trotzdem krass gewesen. Also wie diese Monsterfalle abging, die hatte ich halt auch im Survival gebaut dann da. Ziemlich geil.
Aber da habe ich mir das Design so ein bisschen abgeguckt. Von einem anderen Spieler. Was ist eigentlich hier mit der Wand? Die ist ja komplett massiv. Das gehört auch nicht so, oder? Welche? Die Rückwand, da fehlt noch unser Zaunmuster. Wenn du weißt, was ich meine. Welche Rückwand? Hier, die Stelle, wo ich jetzt gerade bin. Ja, genau. Das muss alles weg, oder? Wieso? Ja, weil da eigentlich der Zaun durchgehen müsste, oder? Ach so, ja, genau. Doch, ja, klar. Das hatten wir am Anfang so gebaut und da haben wir uns diesen Zaun-Dings überlegt. Obwohl die ein paar können sogar bleiben. Ja, genau. So. Kommt auch mal wieder ein bisschen mehr Licht rein. Dahinter sieht man eine schöne grüne Wiese. Die muss irgendwann weg. Oh, du, es tut mir echt leid, aber ich muss mich echt schon wieder mal ausloggen kurz. Gehst du mal wieder kurz, ja? Kann schon wieder reingucken in die Arena. Hast du das Dings aus? Dieses, Wie hieß das nochmal? Irgendwas mit Threading? Multithreading? Ja, nee, das in dem Grafiktreiber. Multicore? Nee, das hieß anders. Also die CPU, das ist irgendwas, die... Nee, nicht mit CPU. Multicore-Rendering. Nee, ich meine in dem Grafiktreiber. Dieses, Threaded Optimization oder so, was auch immer, was man ausstellen muss. Ja, das habe ich aus, ja. Ja? Meinst Weil du bei Nvidia? Ja, genau. Weil das hat ja, also macht ja genau den Bug, dass du nach einer bestimmten Zeit keine Chunk-Updates mehr bekommst. Naja. Aber Schade. Den habe ich aus, deswegen ist es ein bisschen seltsam. Aber das ist Multithreading, ja. Also so heißt das, glaube ich. Wie gehen wir hier denn weiter vor? Ich fühle mich wie Bob der Baumeister auf Koks. Ja, so ein bisschen. Oder wie so eine Maschine fühlt man sich auch manchmal. Ja. Sieht jetzt voll strange aus hier, wenn man hier so lang guckt. Ja, warum? Einfach so. Also nur dieser eine Part, weil das so versetzt da ist und wenn man da durchguckt, sieht einfach komisch aus. Also es. Ja. Macht noch nicht so viel Sinn. Muss man mal hier durchziehen. Ja. Okay, ey, wir haben alle. Die komplette Erde ist jetzt weg. Ja, auch innen drin. Ich glaube ja. Ja, außen fehlt aber noch, ne? Komm mal hier zu mir. Was? Ja, komm mal her. Oh nein. Hier ist noch einiges. Nein. Ich dachte gerade, ich hätte alles jetzt geklärt. Nein. Und wenn da jetzt noch so ein Berg ist, dann kotze ich. Ja, hier ist noch ein Berg. Boah, ich laufe gerade. Aber es sieht schon recht geil aus eigentlich, wenn man einmal so drumherum sprintet. Mhm. Finde ich auch. Wo denn? Ach, hier außen. Draußen. Ja, aber ja. Hier, guck, ich sieh's gerade, ich will hier die Wand weiterbauen. Geht aber nicht. Das brauchst du doch nicht. Die kannst du doch so da drauf stehen lassen. Nein. Warum? Das sieht doch voll cool aus. Ja, okay. Aber dann müssen wir noch schwarz machen. Wie schwarz machen? Ja, so wie das hier. Mit, Was ist hier für ein Block eigentlich? Mit Bedrock halt. Noch eine Schicht drauf. Das so, meine ich. Ja, okay. Ja, das können wir machen. Aber ansonsten... Top aus jetzt. Mach mal hier noch Holzboden ein bisschen weiter. Stört mich eh schon die ganze Zeit. Was denn? Dass man hier noch, dass hier noch so ein Stück Grün dazwischen ist. Weil ich hatte hier schon mal alles voller Bedrock gemacht. Ach so, okay. Also hier außen und jetzt genau zwischen der Arena und dem anderen Bedrock ist noch so ein grüner Streifen. Der zerstört die ganze orkische Atmosphäre. Ja, wobei ich das echt auch mit dem Pots hole, die Atmo finde ich auch viel geiler schon. Das gefällt mir auch richtig gut, finde ich. Ja, so. Wir wollen ja so eine Mischung machen irgendwie, ne? Ja, genau. Nur Pots hole, alles braun wäre wahrscheinlich auch ein bisschen langweilig. Ja, auf jeden Fall.
Aber man kann ja auch beides mal eventuell einfach, weißt du, an einem Fleck so ein bisschen mischen. Ja, kann man mal probieren, aber das sieht irgendwie so unhomogen aus, weißt du, weil das so krasse Kontraste sind und ich finde das immer ein bisschen blöd in Minecraft. Ja, das stimmt. Man muss dann irgendwie immer noch was drumrum bauen, damit das so ein bisschen realistischer aussieht. Warum da jetzt so krasse Farbunterschiede sind. Halt lustig, ne? Das Bedrock kann halt auch nicht zerstört werden von Dynamit oder so. Ja. Quasi, wenn wir angegriffen werden, mal wirklich im Survival-Modus, kann einfach von uns kein Gebäude richtig zerstört werden. Oder schon, aber halt nicht die, die aus Bedrock sind. Ja. Wenn man einfach in die Kuhwulker geht, zack, ein Ding. Geschützt für immer. Man kann die halt von innen komplett aushöhlen. Ja. Das geht schon. Ja, prinzipiell sollte da ja auch, da sollte ja irgendwo die Orkdisse hin, ne? Ja, aber ob wir das noch hinkriegen, ich glaube, die muss dann eher unter die Erde. Von mir aus unter die Kuhwulker, aber da ist halt jetzt schon die Schmiede dran, ne? Und die ganzen Schalträume, also oben unter der Spitze ist eh kein Platz mehr, sag ich mal. Müssen wir eh ein bisschen tiefer wahrscheinlich, aber man kann den Eingang ja da machen. Ja, ja genau, den Eingang halt. Auf jeden Fall. Und dann halt weit runter oder so. Ja. Auch mit dem Aufzug am besten. Ganz luxuriös. Ich wollte es gerade sagen, jetzt war mir so klar, dass es jetzt kommt. dreckiger Ork-Aufzug. Bitte einmal in den minus 5 Lok. Ja, den Aufzug, da müssen wir erstmal gucken, wie wir das am besten klären. Es gibt echt verschiedene. Es gibt halt Pistenaufzüge zum Beispiel. Mhm. Oder halt jetzt mit dem Setblock kann man garantiert auch einen coolen Aufzug bauen. Und da kriegen wir schon das hin auf jeden Fall. Ach, noch so viel Wiese überall. Baust du gerade immer noch mit Bedrock alles zu? Ja. ich habe einen Fehler, Und cool. Das gehört hier auch nicht hin. Oh. Oh, blöder Fehler. So, dann komme ich mal wieder rein. Was ist eigentlich hier? Warum ist da so eine fette Säule? Das gehört doch auch nicht so. Genau. Ja, ist echt schon ganz imposant. Ja, ne, wenn man so da langläuft. Schon echt cool. Wir könnten das halt noch ein bisschen verfeinern, wenn wir noch ein paar Slabs nehmen einfach. Innen, von wo ziehst du da die Wand? Von hier, ja, aber da musst du mal bauen dann. Dann baue ich halt, wird die eine Seite schon mal weitergebaut. Aber Innenseite kannst du ja bauen. Hast du auch angefangen schon? Ja, klar, mache ich gerne weiter. Ich merke gerade, dass es so ein bisschen lag. Das liegt wahrscheinlich an den ganzen Fackeln, die jetzt hier mittlerweile hängen. Meinst du? Ja, du kannst auch, also bei dem hier, ich weiß nicht, wie wichtig das gerade ist, aber prinzipiell kannst du auch Old Lighting anmachen, habe ich gesehen. Da werden diese Lichtpartikeleffekte halt einfach nur ausgeschaltet, quasi vom Shader. In den Shader-Einstellungen? Ja. Aber ich kann ja mal gucken, aber da muss man wahrscheinlich eh nochmal neu starten, oder? Nee, das ging eigentlich instantly. Ah ja. Ja. Läuft die ganze Nummer besser. Kann man ja vielleicht bei sowas mal einsetzen. Ja. Sieht jetzt ein bisschen nicht mehr ganz so geil aus in der Ferne, aber geht ja, auf genau. Jeden Fall. Dafür ruckelt es nicht mehr so.
Und jetzt hier, wenn wir eh nur hier sind. Rest vom Shader bleibt ja auch. So. Okay, ich habe das einmal rundherum verbunden jetzt hier. Okay. Ich mache hier mal wieder ein bisschen Licht. Sonst sieht man ja wieder nichts. Was ist das denn? Was denn? Ach, da scheint wieder so Licht durch die Blöcke. Ist manchmal komisch, ne? Wenn du nur so Wand hast, die aus einem Block besteht. Dann scheint da das Licht durch. Gerade wenn die so ein bisschen versetzt sind. Ja, und aus durch Kisten und sowas, ne? Ja, stimmt, da auch. Auch strange. Das ist ja halt auch vom Shader irgendwie. Aber gut. Der ist ja auch noch nicht ganz fertig anscheinend. Es gibt ja ständig neue Versionen von dem Shader. Ja, wobei jetzt hält er sich eigentlich ziemlich konstant im Moment. Echt? Wie lange gibt's denn jetzt schon so? 2-3 Monate? Stimmt. Okay, krass. Ja. Immer noch 10.1. 10.1, ja, aber es ist ja auch echt schon krass, wie viele Versionen es davon ja, schon gab. Ja, das ist klar. Hm. Quasi. Ich baue jetzt mal einfach hier geradezu Ecke, die kannst du ja nochmal kurz machen vielleicht. Ich weiß gerade gar nicht, wo du bist, aber ich schaue gleich mal vorbei. Bin direkt hinter dir. Ach so. Oder direkt neben dir. Da kam wieder das Höhlengeräusch gerade bei mir. Ja, bei mir kommt's gerade auch. Wo ist sie denn? Direkt unter uns. Ah, okay. Warst du da eben schon mal? Ja. Ich hab hier schon teilweise, wenn du diese Löcher siehst, die mit Holz gestopft wurden oder so, da ist die Höhle. Ist ja schon mal runtergefallen eben. Ja, ja. Hm. Wie war das mit den Fackeln? Ich überlege da unten. Fliege ich nochmal rüber. Oder gucke ich hier. So haben wir das gemacht. Hm, machen wir es hier halt so. So wie unten drunter. Aber hier können wir auch echt noch viel, viel, viele Details reinstecken auf jeden Fall. Ja, das macht einiges her. Wir haben so viel Platz hier. Ja, das macht einiges her auf jeden Fall. Und hier haben wir echt richtig viel Platz dafür auch. So kleine Häuser, die sind ja immer schnell zugebaut. So, jetzt haben wir gleich auf jeden Fall schon mal Licht und dann können wir auch die anderen Wände reinziehen. Ich habe fast den Boden fertig jetzt. Ah ja. Ich sehe schon, da vorne, bist du in den letzten Zügen. Ja, Mann. Endlich. Boah, das ist so mies hier mit den Ecken. Ja, aber passt. Sehr nice. So, dann machen wir das hier noch. Okay, ist fertig. Cool. Ups, ja. Nice! War ein bisschen zu weit. So. Hier gerade noch nach unten. Also lässt du jetzt die Säulen so oder sollen wir es dicht machen jetzt? Ich weiß es auch nicht. Schwer zu sagen irgendwie, gell? Ja. Könnt's ja erstmal offen lassen. Zumachen geht immer. Ja, das geht auch. Ja. Einzige, was halt ein bisschen abfuckt, ist, dass man dann dahinter direkt so die Erde wieder sieht. Weißt du? Deswegen wollte ich den ja wegmachen, die Erde. Aber die ganze Erde hier wegmachen, ist krank. Lieber was drüber bauen hier noch mehr. Ist doch gar nicht so viel. Krank. Ist doch jetzt echt gar nicht mehr viel. Oh Gott.
Das kriegen wir schon hin. Gar kein Problem. Gar kein Ding. Gar nicht. Das bisschen noch. Naja, aber ich würde sagen, wir machen mal wieder ein Folgenpäuschen. Jetzt sind wir ja wieder ein Stück weit gekommen hier in der Folge. Ich glaube, nächstes Mal kriegen wir hier zumindest die Wände fertig. Ja. Und dann haben wir das schon mal. Ja, gut. Dann bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's genau. gut. Genau, macht's gut. Tschö. Tschö. Ja, das war wieder ein Völkchen hier im Sommerland bei den Orks. Und wir haben fleißig in der Arena den Boden im Zwischenraum reingezogen. Die Erde weggemacht, die Wände weitergebaut, ja, und schön Fackeln überall hin. Jetzt haben wir Licht und beim nächsten Mal machen wir die Wände fertig, würde ich sagen. Ich hoffe, ihr seid auch wieder dabei. Danke fürs Einschalten. Tschüss.